Und damit herzlich willkommen zurück zu Titanquest Multiplayer Let's Play mit den Doge, dem Doges. Albtraum und Freddy. Und jetzt sind es die Doges. Miau. Miau, miau, I'm a cat. You scary fucking cat. Ja, mittens. Hallo Katze. Ist jetzt eigentlich noch deswegen Dennis rausgekommen mit dem Teil mit Minecraft? Ne, wahrscheinlich nehmen wir auch Nikolai. Doch Nikolai jetzt. Ja, weil der hat das Welt Minecraft jetzt auch bekommen. Nikolai ist gut oder was? Der hat gar keine Ahnung von Minecraft. Toll. Davon haben wir genug, Freddy. Kishi, du. Du. Ich hab mehr Ahnung von Minecraft als du. Nein. Ich hab mehr Minecraft gezockt als du. Ja, aber ich kann's trotzdem relativ gut. Ja, ich kann's auch relativ gut. Ich meine, Minecraft ist nicht die größte Herausforderung. Naja, der Kampf in Minecraft kann man schon sich ziemlich gut drin machen. So PvP zumindest, also jetzt 2 gegen 2. Oder 1 gegen 1 besser gesagt. Darin kann man schon recht tricken und so. Aber so. Standardmäßig Minecraft ist relativ einfach. Redstone ist noch ein bisschen schwieriger. Ja, Redstone ist auch richtig einfach. Ich bräuchte eigentlich mal einen Redstone-Profi. Weil Redstone ist überhaupt nicht meins, ich komme damit gar nicht klar. Ich krieg ja gerade so ein Delay in die Schaltung und sowas. Gerade so ein Delay in die Schaltung. Repeater einbauen, ja. Auf Delay stellen. Ja, aber ansonsten, ich kann halt überhaupt nicht mit sowas. Ich krieg das noch total beschissen, so noobhaft umgebaut, aber so wie manche Leute da rangehen, so ja, jetzt machen wir hier dies und das und dann kommt das da noch ran und dann funktioniert das, dann denke ich mir so. Was ich hat hab mir so ein Video getan? Angeguckt von Spark auf Phoenix, der hat so irgendwie so einen Bewegungssensor sozusagen mit Common Block gemacht, dann baue ich genau das so nach und er hat da irgendwie so eine Clock eingebaut und ich habe keine Ahnung, ich habe das genau nachgebaut, da ist einfach nichts rausgekommen bei mir ist es dauerhaft geleuchtet. Die Clock verstehe ich. Die Clock habe ich ja auch in MMM schon gebaut. Mein funktioniert aber nicht. Also, ja. Dass sie dauerhaft ein Signal sendet. Wie hast du denn die Glocke gebaut? Ein Repeater in die andere Richtung, das dann mit Redstone verbunden, genauso wie er. Nein, er hat die Glocke da mit Trichtern gebaut, oder nicht? Nee. Er hatte dann Bewegungssensor gebaut. Das mit den, dass die Repeater-Dingens, die bleibt gern mal hängen, ich bin tot. Die Repeater-Glocke bleibt gern mal hängen. Aber dass die überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da ein Signal reinbekomme, weil ich da irgendwie eine Redstone-Fackel reinsetze oder so, da ist das einfach dauerhaft. Du musst die da einmal ganz kurz nebensetzen und sofort wieder abbauen. Machst du kurz ein Portal? Moment, hab ich. Das funktioniert, das habe ich auch schon gemacht. Du musst halt richtig schnell die Fackel nebensetzen und wieder abbauen. Sodass das Signal nicht durchgehend ist. Das funktioniert, Freddy. Aber ich würde eine Clock eigentlich immer mit Trichtern bauen. Das ist sicherer. Das kann nicht hängen bleiben. Und mit diesen neuen Repeatern funktioniert das ja auch. Ich habe vergessen, wie die heißen. Es gibt jetzt schon wieder diese neue Art von Repeater. Die Shantai-Berge. Ja, Kantai, aber. Hat sich fast. Die Shantau-Berge. Hier ist übrigens ein Portal, Freddy. Ja, das möchte ich gar nicht. Der Himmel lacht den Reisenden an. Die Erde trägt sanft seine Füße. Halt die Fresse! Tag und Nacht. Was labert der? Ein seichtes Lied. Dass der große Geist singt. Kein Plan, Mann, der ist ja richtig dicht. Ich brauche wieder so einen Entzauberungstypi. Gut, dass wir da einen haben. Ne, haben wir nicht. Ich habe einen Yeti-Pilz. Ich habe nämlich jetzt eine richtig. Alter, die Rüstung ist auch richtig hart. Warte mal. Die Knochen hat sie. 50.000. Ich krieg 50.000 für die, sieht mega geil aus, aber. Okay. Krummbogen brauche ich sowieso nicht. Die Stiefel sind recht geil, aber ich habe halt welche mit Stärke und Geschicklichkeit plus und Leben. Das ist ja gar nicht so schlecht, aber. Wie meinst du viel geiler? Gut, den einen Ring behalte ich erstmal. Warte mal, Alter. Das ist schon wieder so heftig. Lohnt sich aber nicht. Die Federstand brauche ich nicht. Alter, die Beinschienen auch einfach mal. Meine Beinschienen machen halt Stärke und Geschicklichkeit plus. Das mag ich eigentlich nicht missen.
Ich könnte mir vielleicht mal Tränke kaufen. Ich habe nur noch 10. Ich könnte mir mal vielleicht Getränke kaufen. Ich habe nur noch einen. Ich behalte die mal vorsichtshalber im Inventar. Ich behalte immer alles vorsichtshalber im Inventar. Ich nicht. Ich kaufe mir mal hellbraun. Habe ich gerade gesehen. So, Moment, ich muss. Und wie kann ich die dann wieder auseinander machen? Weil ich habe jetzt 2 Yeti-Pelze zusammen gemacht. Ja, und jetzt. Es geht halt nur, wenn du auch genügend andere hast. Also wenn du jetzt einen mit 4 hast und einen mit 2, dann machst du den mit 2 auf den mit 4, dann hast du einen mit 5 und einen, also einen vollständigen und einen allein. Okay. Wusste ich auch nicht, das geht nicht. Wie lange haben wir noch? Na, mal kurz gucken. 14. Gut, dann gehe ich nach diesem Part mal in die Stadt. Und werde mal ganz kurz... Ach, hier oben geht's ja auch noch weiter, das ist doch kacke. Und werde dann mal ganz kurz entschmieden und schmieden und dies, das machen. Ich glaube, ich habe meine Zauber ausgemacht, wie behindert. Dann ist es Hagrid. Wieso? Na, mein Zwerg schmieden war immer geil. Kannst du nicht besondere Gegenstände finden, reinschmieden? Ja. Das war das Beste überhaupt. Oh, Gesundheitstränke. Boah, und ich habe gerade 31. Ich hab 32. Ich kaufe immer 20, also ich will immer 20 Energieträge voll haben und 30. Ich hab 30 Heiltränke. Energie und 30 Heil. Ich brauche nicht so viel Energie. Nur mal, schon. Wenn ich halt im Bosskampf bin, dann baller ich halt mein ganzes Mana weg. Ja, ich kaufe mir die immer voll. Ich baller halt mein ganzes Mana mit so ein paar Schockwellen weg, ne? 3 Schockwellen, ja. Mana ist leer. Das sind wieder 1000 Höhlen. Ja, ich sehe sie jetzt schon. 3 Stück mindestens. Ah, schön, dass man Steuerung manchmal festhängt. Mein Alt. Dass ich dann nicht zaubern kann. Warum hängt dein Alt fest? Weiß nicht, weil meine Tastatur vielleicht scheiße ist. So. Genauso wie meine Maus. So, sorry. Ich glaube, ich habe im letzten Part nicht gesagt, ich hasse meine Maus. Wahrscheinlich schon irgendwo. Mal nachgucken. Du hast es aber gedacht. Ja. Ich krieg richtig wenig Erfahrung. Ich auch. Ich bin jetzt bei 0, also hinter 0 direkt. Ich bin jetzt bei Waffenwechsel. Okay. Mir ist mal so aufgefallen, man sollte wahrscheinlich 2 Klassen auch 2 Waffen benutzen. Und dann immer zu den Waffen auch die passen, die Zauber haben. Weil wenn du Waffenwechsel machst, hast du ja auch... Nee, warte, wie ging das nochmal? W. Ach so, nee. Es gibt eine Schnellauswahl für den anderen Dingenslot, für den anderen Reihenslot. Z. Ja, genau. Aber bei mir ist es nicht Z. Bei mir ist es nicht ausgewählt. Z ist bei mir irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich hab das irgendwie umgestellt gehabt. Säbelzahnklaue. Ja, hab ich schon. Ist auf jeden Fall ganz chillig. Ja, aber bei mir ist halt so, ich habe halt nur Waffen. Also ich bin halt auf 2 Schwerter ausgelegt. Da lohnen sich keine anderen Skills noch. Ja. Und ich habe auch nicht so viele Skills, dass ich das überhaupt alle da reinbekomme. Ja, ich denke mal, die kriegt man erst, wenn man episch oder legendär spielt. So viele Skills, weil ich habe ja auch nur irgendwie 4, die ich benutze. In Gaunerei bekomme ich gar keinen mehr. Okay. Also in Gaunerei habe ich alle aktiven Skills schon fertig. Und ja, wenn ich jetzt Kriegsführung noch fertig machen würde, dann würde ich noch 4 Stück dazu bekommen und dann hätte ich keinen Platz mehr. Aber das eine ist eigentlich komplett unnötig, weil das ist halt Ansturm und das kann ich ja nicht drauflegen, weil ich habe ja meinen kalkulierten Schlag.
Es ist wahrscheinlich so ausgelegt, dass du 6 Millionen, also dass du die maximale Anzahl an Skills, die du haben kannst, auch verwenden kannst. Mhm. Je nachdem, welche Klassen du halt nimmst. Alter, 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 Alter. Nice. Fast tot. Ich kriege hier ganz gut Schaden, seitdem ich meine ganzen super Lebensplus abgelegt habe. Ich bin ein bisschen umgeskillt. Kennst du das, wenn deine Lippen so trocken sind, dann beißt du sie auf? Ja. Yeah. Und kennst du, wenn du Heidegeist dazu trinkst? Nein. Dann brennt deine Lippen ab. Moment, Heideapfelsaft? Ja. Grüner Speer. Ich hasse Heide. Heute läuft das Spiel übrigens besser wieder, also mit 40 FPS. Okay. Du weißt aber nicht, was da los war, oder? Gar keine Ahnung. Da gerade nichts aus der Tour rausgekommen, hast du weggelootet schon? Ich hab nichts weggelootet. Und wenn du nichts weggelootet hast, ist da nichts rausgekommen. Kurz mal gucken, wie gut der Speer ist. Okay, ich brauche für den Speer mehr Geschicklichkeit. Und er ist schlecht. Du hast doch 200 Millionen Geschicklichkeit, oder? Nein, Mann, ich hab nur 207 Geschicklichkeit. Ich hab 291 Stärke. 298 Stärke, Schlampe. Orkantal. Heißt es Orkantal oder Orkantal? Orkantal. Wir brauchen einen Brunnen. Ja, wir haben noch, ich gucke mal. 8 Minuten. Dann hören wir spätestens beim nächsten Brunnen auf. Böse Tierchen. Ja, und ich weiß, das Klicken meiner Maus geht auf den Sack. Meine Maus hört man aber auch. Hast du dir mal meine Videos angeguckt? Nee. Meine Maus ist so klick, weil ich dir versuche alles. Ich höre die übrigens. Okay. Ja, stimmt, wenn ich rede, hörst du sie ja. Die ist so extrem laut, Alter. Hast du meine Maus eigentlich in TS? Nein. Also nicht? Ganz, ganz selten mal. Was war das Grüne? Ein Speer. Na, ja, guck dir an, ich hab keine Ahnung von der Scheiße. Den kann ich benutzen, der ist besser als der andere. Oh, hier ist ein Raptoren! Nee, doch nicht. Guck mal, hier sind Dschungelraptoren, schnell, guck mal. Yay. Ja, das waren die, die mit Feuerraptoren meinte, weil die so brennen. Die brennen nur, weil ich sie anzünde. Reingeworfen, ich weiß. Wir müssen in diese Hülle. Ja, aber wir haben keinen Brunnen. Okay, lass uns kurz einen Brunnen suchen. Wir können in die Hülle reingehen. Jetzt bin ich schon drin. Ich weiß. Ist fast tot. Irgendwas? Oh, du bist fast tot. Ja, da sind halt Gegner. Toll, ich finde hier keinen Brunnen. Ich habe auch keinen Bock, die Folge zu überziehen, Mann. Bist du fertig mit der Hülle? Wo hast du denn geguckt? Hä? Oh, ich habe nur so einen Meter weit geguckt. So. Dieses Tal ist halt schon ein bisschen anstrengend, ey. Ja, vor allem diese ganzen scheiß Höhlen hier. Ja, das meine ich ja damit. Hast du da Spaß? Ja. Hier ist noch ein paar. Jetzt ist hier kein paar mehr. Ich hasse die Zauber, dass die manchmal so extrem laggy sind.
So, ich bin jetzt noch ein paar Meter in die Richtung hier gegangen. Und hier kam kein Brunnen. Da ist ein Brunnen. Ja, wir müssen noch 4 Minuten das da schnell hinlaufen und dann noch. Na komm, wir klären noch das Gebiet hier schnell. Ich würde erstmal den Brunnen aktivieren. Ich bin tot. Oh, ey, du hast volles Leben. Ja, ich bin gerade fast gestorben. Die Raptoren machen mich ganz schön gut platt. Vor allem kommen hier immer mehr, ey. Also den Brunnen habe ich aktiviert. Ja, für dich, für mich nicht. Alter, das ist mir ein bisschen hart. Ich gehe auch mal kurz zum Brunnen. Äußere Mongolei, auch schön. Mongolei. Ja, jetzt weiß man schon, dass man zur großen Mauer kommt. Also wenn man ein bisschen mitdenken kann. Ich habe absolut keine Ahnung, dass die Mauer durch die Mongolei geht, aber okay. Ja, sie war ja dafür da, um die Mongolen von China abzuhalten. Habe ich wieder was gelernt. Ernst, wusstest du nicht, Alter, hier sind erstmal 7 kleine, 8 kleine Saurier. Ohne Mami. Ich interessiere mich dafür. Ich hab mich ja das Thema interessiert. Ich find die chinesische Mauer geil. Ich mag Ninjas cool. Gerne, die sind cool. Achso, man die Nazis in Wolfenstein, New Order, die chinesische Mauer verstärkt. Hier war ich schon überall. Und ja, ich sage Wolfenstein. Verlieren die Nazis eigentlich am Ende? Ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht durch, das Let's Play. Ich denke mal, das Gute gewinnt ja immer. Und du bist nicht Kirschi, deshalb darfst du das kein Kommentar machen. Freddy, Feierabend. Wir haben noch 3 Minuten. Egal, Feierabend. Noch gucken, was hier jetzt kommt. Okay, ich will mal kurz stehen, Alter, wie Schmerzen. Was kommt, ne? Steinpässe. Oh, neue Panks. Nein, hier kommen Gargoyle. Schnatternapeng. Oh, ich bin hier voll putzig. Ja, dann können wir die noch schnell töten da vorne und dann. Oh, Brände. Die sehen immer für mich so rot aus, deshalb sage ich Brände. Ja, genauso wie diese brennenden Dinosaurier. Ja, die einfach nur rot sind. Ja, Leute, dann können wir die Party auch beenden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.